In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einfachen Griffen und Akkorden wunderschöne, entspannende Musik erzeugen kannst. Stell dir vor, du sitzt nach einem langen Tag am Klavier und lässt deine Sorgen einfach schön davontreiben. In diesem Video wirst du lernen, wie du ganz einfach deine eigene Entspannungsmusik kreieren kannst. Und natürlich kann man sich auch einfach schöne, entspannende Musik anmachen und sich berieseln lassen. Aber glaub mir, wie viel mehr Effekt hat es, wenn du sogar deine ganz eigene Entspannungsmusik selbst am Klavier spielst. Es ist einfach eine wunderschöne Erfahrung und ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie einfach das sein kann. Also, wir schauen uns zuerst die linke Hand an. Hier spielst du mit dem kleinen Finger einmal das C und dann stell dir vor, du würdest einen C-Dur-Dreiklang in der zweiten Umkehrung greifen. Ja, und jetzt machen wir aber noch eine kleine Abänderung. Und zwar nehmen wir das H mit dem dritten Finger einfach mit dazu. Ja, das drücken wir einfach zusätzlich zum normalen C-Dur-Dreiklang einfach mit runter. Und dann haben wir nicht nur einen ganz normalen C-Dur-Dreiklang, sondern einen C-Major-7. Also ein C-Dur-Dreiklang mit großer Septime, der einfach gleich mal viel verträumter klingt. Also du hast einmal mit dem kleinen Finger das C und dann springst du nach hier oben. So, das war der erste Streich und jetzt wechselst du mit deinem kleinen Finger hier runter einmal zum F und jetzt springst du wieder mit der Hand hier hoch. Und du stellst dir wieder vor, dass du einen C-Dur-Dreiklang in der zweiten Umkehrung greifst. Dieses Mal drückst du nicht zusätzlich das H runter, sondern einfach das A mit dem vierten Finger. Also anstatt zusätzlich den dritten Finger runter zu drücken, drückst du einmal den vierten Finger mit runter. Ja? Und das fühlt sich vielleicht erstmal ungewohnt an, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann gewöhnt man sich dran. Also das heißt, du gehst erstmal mit dem kleinen Finger hier aufs F, dann visierst du den C-Dur-Dreiklang in der zweiten Umkehrung an und drückst das A mit dem vierten Finger einfach mit runter. Ja, und da schauen wir jetzt auch noch mal ganz kurz uns an, was eigentlich dahinter steckt. Und zwar haben wir ja den Grundton, ja, hier unten gespielt, nämlich das F. So, das heißt, wir analysieren den Akkord jetzt auch ausgehend von diesem Grundton, von diesem F, ja, um ihn eben harmonisch richtig zu deuten. Also, ich spiele jetzt mal den Griff hier mit der linken Hand und greife jetzt einfach mal mit rechts hier den Grundton mit dazu, damit man es besser sieht. Und jetzt sehen wir nämlich, wir haben einmal die drei Töne vom F-Dur-Dreiklang, nämlich F-A-C. Und zusätzlich haben wir einmal noch die None, die einen Ganzton über dem Grundton liegt. Und die große Septime, die haben wir auch noch mit drin. Ja, also insgesamt diese Töne. Und da haben wir einen F-Major-7-Add-9, ja, einen F-Dur-Dreiklang mit großer Septime und None zusätzlich. Ja, und wir spielen den natürlich so an, sozusagen in zwei Etappen. Einmal den Grundton mit dem kleinen Finger und dann springen wir hier hoch. Also, machen wir das Ganze mal im Rhythmus zusammen, beide Akkorde immer im Wechsel. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar, ja? Und
Nimm dir hier wirklich Zeit. Ich weiß, das sind Griffe, die sich vielleicht erstmal ungewöhnt anfühlen, aber gerade hier unten, ja, den vierten und fünften Finger gleichzeitig zu spielen, das ist vielleicht etwas komisch, aber da gewöhnt man sich ganz schnell dran. So, jetzt geht's zur rechten Hand und die halten wir jetzt erstmal so einfach wie möglich. Wir improvisieren mit folgenden Tönen. Also, im Grunde genommen alle Töne der C-Dur-Tonleiter, also das heißt, im Grunde genommen alle weißen Tasten bis auf das F, ja, das lassen wir weg. Du hast also die Töne C, D, E, G. Da kannst du jetzt zum Beispiel auch einfach dir einen C-Add 9 als Akkord merken und dir im Geiste vorstellen und dann zusätzlich noch das A und das H. Das ist also unsere Palette an Tönen, aus denen wir jetzt gleich schöpfen können. Also du siehst es, alle weißen Tasten bis auf das F, davon würde ich dir erstmal abraten. Und jetzt machen wir es uns erstmal ganz einfach, während wir auf der ersten und zweiten Zählzeit, ja erstmal mit der linken Hand beschäftigt sind, füllen wir dann die dritte und vierte Zählzeit ganz in Ruhe mit einem Ton in der rechten Hand. Also probieren wir das mal aus. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Und dann geht's zum F. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Du kannst in der rechten Hand auch mal Oktaven greifen, wenn du magst. Ja, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Auch ganz schön mal zur Abwechslung. Achte darauf, dass du die Oktaven schön sanft anschlägst, ja, weil die natürlich manchmal sonst ganz schön reinbrettern können. Und da muss man natürlich ein bisschen immer auf die Dynamik schön achten. Also, üb das wirklich einige Male hintereinander. Und jetzt machen wir aus den improvisierten beiden Vierteln in der rechten Hand einfach vier Achteln. Also, das heißt, auf der 1 kommt der kleine Finger links, auf der 2 dann der Akkord und dann füllen wir einfach die 3 und 4 und auf. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und. Also sehr, sehr schön. Drei. Eins und zwei und drei und vier.
auch hier bist du auf der sicheren Seite natürlich, wenn du dich hier an dieser, ich nenne es mal, Improvisationspalette bedienst und eben die Töne von C-Add9 plus A plus H verwendest. So kann man sich's, finde ich, ganz gut merken. Du kannst dir die Noten übrigens auch kostenlos zu diesem Tutorial herunterladen. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Also, machen wir weiter. Jetzt als dritte Übung lassen wir einfach mal die erste Achtel weg von diesen vier Achteln. Das heißt, wir setzen mit den improvisierten Tönen jetzt erstmal auf der Zählzeit 3 und das erste Mal ein. Hören wir uns mal an, wie das klingen könnte. Also 1 und 2. Übrigens, wenn du solche entspannenden Klänge liebst, dann schau dir auch unbedingt mal meinen Online-Kurs Entspannen am Klavier an. Da bekommst du 8 wundervolle Improvisationsanleitungen, mit denen du so richtig schön abschalten kannst. Ich verlinke dir das mal unten in der Videobeschreibung und da findest du nähere Infos zum Kurs. Und jetzt machen wir natürlich noch weiter. Und zwar, das Ganze war natürlich jetzt nur die Vorbereitung. Jetzt geht's zur großen und ganzen Vollendung. Und zwar spielen wir die 1 jeweils jetzt nicht mehr nur mit dem kleinen Finger, sondern wir greifen schöne tiefe Oktaven, die dem Ganzen einfach noch mehr Fülle geben. Ja? Dann klingt das doch schon wieder gleich eine Stufe besser. Also, du gehst jetzt nicht mit dem kleinen Finger auf dieses C hier, sondern mit dem Daumen und dann noch eine Oktave tiefer, springst dann hier hoch und jetzt gehst du auf das F hier, nicht mit dem kleinen Finger, sondern mit dem Daumen und nimmst die Oktave hier unten mit dazu. Und jetzt schön wieder an C-Dur, zweite Umkehrung denken und natürlich das A mit dazu nehmen. Also, das gibt dir auf jeden Fall so ein bisschen Orientierung, zumindest wenn du schon fit mit Umkehrungen bist und das schnell lokalisieren kannst, sage ich mal, auf der Tastatur. Ja? Und das musst du natürlich jetzt wirklich einige Male hintereinander üben, ja? Dass du dich wirklich an diese großen Sprünge gewöhnst. Also lass dir da wirklich alle Zeit der Welt. Mach's ganz langsam in deinem eigenen Tempo. Also wir sind ja hier im Genre der Entspannungsmusik. Und ich muss sagen, da ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man wirklich auch mal ganz langsam auf ein ganz langsames Tempo geht. Und das, damit das Ganze so richtig entschleunigend wirkt. Ja, also keine Eile, keine Hektik, die haben wir im Alltag schon alle genug. Aber die Zeit am Klavier, das soll natürlich eine Zeit der Entspannung sein. Und deswegen, ja, hetz dich nicht, mach ganz in Ruhe und üb das erstmal schön gewissenhaft hier ein in der linken Hand. Dabei kannst du dich schon ganz, ganz wunderbar zurücklehnen und entspannen. Also natürlich nicht, wenn du einen Klavierhocker hast, ne? So, dann ist es schlecht mit zurücklehnen. Aber ich würde sagen, wir machen weiter und nehmen jetzt mal wieder die rechte Hand mit dazu. Ja? Und machen das wirklich mal ganz langsam.
kehrt doch richtig schön Ruhe ein. Und da müssen wir uns überhaupt nicht groß beeilen, sondern wir können es einfach mal richtig schön genießen, jeden einzelnen Klang. Und dann macht das doch echt Spaß. Also, das kannst du mal schön ausprobieren, natürlich auch mit den anderen beiden Rhythmusbausteinen, die ich dir gezeigt habe. Und du kannst natürlich auch einfach mal einen komplett anderen Rhythmus nehmen und vielleicht auch kleine Melodien dir ausdenken. Also ganz wie du Lust hast, ja? Also, du merkst schon, ich habe einfach ein bisschen, ja, war so ein bisschen freier im Rhythmus, habe mir verschiedene Sachen ausgedacht und das ist natürlich dann auch schön, wenn man da ein bisschen Abwechslung reinbringen kann. So weiter und so fort. Genau. Und jetzt kommt noch ein kleiner Extra-Tipp. Wenn du es jetzt noch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten möchtest, dann kannst du bei dem F Major 7 Ad 9 einmal so machen, dass du ganz normal hier zu unserem Akkord springst und dann auf der vierten Zählzeit mit dem Daumen nicht das E spielst, sondern eine Taste höher, das F. Und dann hast du gleich mal wieder einen kleinen Farbtupfer drin, der das Ganze zum Erblühen klingt. Also, das heißt 1, 2, 3, 4 und dann geht es wieder aufs C. Ja, also das klingt doch eigentlich ganz hübsch und da kannst du natürlich dann auch im Zusammenhang beim Improvisieren das einfach mal einbauen, wenn du da gerade Lust drauf hast, einfach vielleicht noch mal als zusätzliche Variation. Genau.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende vom Tutorial angekommen. Wie gesagt, schau dir gerne mal meinen Online-Kurs Entspannen am Klavier an. Also wenn du jetzt schon ganz angefixt bist und du sagst, du möchtest dir einfach ein schönes Repertoire an Improvisationsideen wie dieser hier aufbauen, sodass du sofort eine Idee hast, was du spielen kannst, wenn du dich ans Klavier setzt und einfach ein bisschen frei drauf losspielen möchtest. In dem Kurs erwarten dich 8 verschiedene Improvisationsanleitungen, wo ich dir Schritt für Schritt Ideen mit an die Hand gebe, die du dann bei dir zu Hause umsetzen kannst, weil manchmal fehlt einem ja so ein bisschen der Leitfaden, wenn man jetzt komplett frei ohne Konzept drauf los improvisiert. Und da ist der Kurs natürlich eine super tolle Hilfe und gibt dir die Unterstützung, die du brauchst, um deine Erfolge beim Improvisieren zu feiern. Also, ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Weitere Infos zum Kurs findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit dieser schönen Übung hier. Lass es dir gut gehen und entspann dich schön am Klavier.